Herzlich willkommen zu unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau. Heute, und zwar heute wieder die Talkshow Freie Argumente Plattform, ist gleich Übung für Vorwahlen, Mini-Volksentscheide. Parteimitglieder und Wählerinnen befragen Experten zu sehr viel besserem Volksentscheid-Wahlprogramm mit Wählerstimmen. Potenzial 56%. Und heute haben wir viele Gäste. Dazu muss ich erst einmal diese Präsentation wieder wegkriegen. Ab hierhin. Und die Präsentation beenden. Und jetzt müssten wir uns alle wieder normal sehen. Und jetzt darf ich ganz kurz vorstellen, wir haben heute wieder Frau Mesli, Parteimitglied verschiedener Parteien, sage ich jetzt mal so, und Ernährungsberaterin und schon etwa 3 Monate erfahren in Talkshows mit Next Scientists for Future. Und ich darf sagen, hoffentlich Fan der Next Scientists for Future und der Reformen des Weltrates. Und wir haben die Partei des Fortschritts heute da. Darf man sagen, die Orangenen? Oder ist das nicht so gedacht? Also grundsätzlich wollen wir uns ja in allen Bereichen von den althergebrachten Mustern der Politik lösen, aber ich denke, das kann man schon sagen, vor allen Dingen, da es ja keine andere vernünftige orange Partei gibt. Ja, nee, das sieht auch gut aus, finde ich. Und wir haben also hier, sind Sie anderen auch Vorstandsmitglieder oder Parteimitglieder? Vielleicht ganz kurz die Frage. Wenn ich anfangen darf, ich bin Ortsverbandsvorsitzender von der Stadt Leimbach und Parteimitglied. Ja. Ja, und vielleicht. Ich bin nur Parteimitglied dazu noch. Nee, das reicht auch. Ist auch kein Problem. Unsere Talkshow ist ja für Mitglieder und für Vorstandsmitglieder, für alle. Ja. Und jetzt meine erste Frage, bevor wir in den normalen Modus übergehen, machen wir es mal einfach mal ein bisschen anders, damit Sie sehen, welche harte Arbeit man auch vor sich hat, wenn man wirklich mit einer Partei Erfolg haben will. Nämlich meine erste Frage ist, mit einem Satz gesagt, und zwar nur, wer dazu auch eine feste Meinung bis jetzt schon hat, wenn man Sie jetzt mal als Experten betrachten würde, die auch schon 50 Jahre Wissenschaft hinter sich hätten in diesem Bereich, was ist Ihre persönliche Meinung? Wo geht es welchen Menschen oder wem oder wie in der Gesellschaft, wie nicht richtig gut, ja, weil Frau Merkel sagt ja immer, das ist ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Und woran liegt's und wie würden Sie das verbessern? Und das möglichst mit 2, 3 Sätzen, denn ich werde Ihnen dann sagen, was das Ergebnis des Weltrates in 2 Sätzen ist, sozusagen, oder in 3 Sätzen. Wer mag anfangen? Frau Mesli, Sie, aber Sie wissen zu viel. Lassen wir doch mal unseren Gästen erst den Vortritt. Okay. Und Sie können das jeweils dann mit der kurzen Vorstellung Ihrer Person verbinden, gleich dann zu Beginn. Wer hat Lust anzufangen? Der Vorsitzende oder jemand anderes? Sehr gerne immer. Es sei denn, unsere beiden Mitglieder hier erheben Anspruch. Nö, legen Sie los. Erstmal, die kommen gleich dran. Menschen. Also, mein Name ist Lukas Sieper, ich bin 24 Jahre alt und Parteisprecher der Partei des Fortschritts. In anderen Parteien heißt das Parteivorsitzender. Bei uns aufgrund des basisdemokratischen Parteisprechers, basisdemokratischen Charakters Parteisprecher. Was gibt es über mich noch zu sagen? Ich studiere die Rechtswissenschaften und komme aus Köln. Wenn Sie mich fragen, welchen Menschen es schlecht geht und woran das liegt, dann würde ich sagen, kommt es natürlich immer darauf an, welche gesellschaftlichen Bereiche man betrachtet. Aber wenn man einen gesellschaftlichen Bereich betrachten möchte, in dem es allen Menschen schlecht geht, dann würde ich sagen, ist das ganz klar die Digitalisierung. Denn die Digitalisierung ist in diesem Land gemessen an seiner Wirtschaftskraft, gemessen an seiner Entwicklung, gemessen an seiner politischen Bedeutung ein schlechter Scherz. Und die gesamte Bevölkerung leidet darunter, dass wir dahingehend weit, weit hinter unseren Möglichkeiten zurückbleiben. Sei es jetzt Digitalisierung der Bildung, sei es Digitalisierung der Verwaltung, der Sicherheitsbehörden. Die Liste lässt sich letztlich endlos fortführen. Die Gründe hierfür sind in meinen Augen ganz klares Politikversagen. Also angefangen bei Helmut Kohl in den 90er Jahren, der die
Verantwortung für den Ausbau des deutschen Glasfasernetzes anstatt in kompetente Hände, in die Hände eines Großspenders gelegt hat. Über unsere Kanzlerin, deren eindrucksvollster Satz zum Thema Digitalisierung nach wie vor ist, das ist für uns alle Neuland, hat sich dahingehend einfach eine fortdauernde Inkompetenz der herrschenden Politik gezeigt. Ja, das ist schön. Möchte von Ihnen jemand auch noch was in diese Richtung sagen? Also oder seine persönliche Sichtweise? Denn ich kann jetzt schon verraten, dass das Endergebnis des Weltrates nach 53 Jahren Wissenschaft der über 20 Professoren und einer ehemaligen Bundesgesundheitsministerin dabei, sehr anders ist, sehr anders sein wird. Aber sagen Sie ruhig mal, was Sie denken. Einfach so, wir sind ja am Plaudern hier. Ne? Gucken ja nur ein paar hundert Leute oder vielleicht dann ein paar tausend Leute zu, mehr nicht. Ne? Wenn ich was sagen darf zu dem Thema Digitalisierung, Entschuldigung. Nee, Frau Mesli, gleich, weil Sie sind erst die anderen Herren und dann Sie. Weil sie hat schon 3 Monate Erfahrung. Ja. Dann habe ich jetzt das Wort bekommen, mir sehr leid, Frau Mesli, dass ich das Ihnen quasi indirekt abschneiden muss. Also vielen Dank erstmal, dass ich das Wort bekommen durfte. Ich glaube, wenn man auf einzelne Politikfelder eingeht, dann ist die Antwort von unserem Parteisprecher von Lukas hervorragend. Wenn man das allgemeiner fasst, also wenn man nicht auf einzelne Politbereiche geht, sondern es versucht allgemeiner zu sehen, wo es Menschen schlecht geht und warum, dann würde ich die Antwort in der Schere zwischen Arm und Reich suchen, in der Ungleichbehandlung in der unfairen Verteilung von Wohlstand innerhalb einer Gesellschaft, weil ich glaube, am Ende vom Tag ist damit weder den schlechter Gestellten gut, aus sehr offensichtlichen Gründen, allerdings auch weiten Teilen der Bessergestellten sollte es damit nicht gut gehen. Wenn man durch New York läuft, eine absolute Metropole dieser Welt, und ich laufe durch New York in 4 Tagen und muss aus reinem schlechten Gewissen $100 an Obdachlose geben, weil wirklich alle 2 Meter ein Obdachloser sitzt mit Schildern, ich habe nichts zu essen, dann geht es auch mir, wo ich mich wahrscheinlich zum eher wohlhabenden Teil der Bevölkerung zählen würde, ohne dass ich da was dafür kann übrigens, dann geht es mir damit auch nicht gut. Und übrigens zu meiner Person, was ich vergessen habe, anfangs zu erwähnen, ich bin Patrick Söhn, 25 Jahre jung, ich bin Student an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, ich studiere International Business und bin aktuell in meinem 6. Semester im Praktikum beim VfB Stuttgart tätig. Ja, auch ganz kurz zu meiner Person vorab. Ich bin 20, Joel Könes. Ich bin auch aus Köln geboren und aufgewachsen. Studiere jetzt gerade noch Sozialwissenschaften, wechsel im Wintersemester zu Ethnologie und Geschichte. Bin, was vielleicht auch ganz lustig zu wissen wäre, nebenberuflich sozusagen halb professioneller Schwergewichtsheber. Also eine relativ großer Spagat zwischen den Lebensbereichen sozusagen. Ich kann mich bei beiden Themen grundsätzlich anschließen, was einmal Patrick und Lukas gesagt haben. Ich würde mich aber bei der Beantwortung noch etwas raushalten, jetzt zumindest zum jetzigen Informationsstandpunkt, da ich für mich immer noch die Frage stelle, auf welcher Lebensgrundlage beantworten wir jetzt diese Frage, beziehungsweise auf welcher Grundlage ist die Frage gestellt, geht es um den Raum Deutschland, geht es um die ganze Welt, weil ja der Weltrat der Wissenschaftler, ja, wo diese Frage drauf aufbaut, ja nicht nur Deutschland inkludiert, sondern den Rest der Welt und alle 7,5 Milliarden Menschen. Deswegen fällt es mir schwer, da jetzt einen Themenbereich zu finden. Für mich ist Wohlstand oder Wohlergehen immer basiert auf den Menschenrechten und den existenzbedürftigen Gütern, die ein Mensch zur Verfügung hat. Und da geht es uns in Deutschland wahrlich nicht schlecht. Nur ist es dann natürlich, wenn man dann in höhere Riegen geht, immer noch ausbauwürdig und ausbau- und verbesserungsfähig. Aber wie gesagt, diese ethische Ebene, auf der man dann argumentiert, was jetzt für uns schlecht ist und was zum Beispiel für eine Familie in Nordafrika schlecht ist, ist immer noch ein ganz, ganz anderes Thema. Deswegen halte ich mich da noch zurück. Ja, danke schön. Und das Mikro wieder aus, gell, wie immer.
Und Frau Messi, jetzt haben wir Sie zweimal ausgebremst, jetzt müssen Sie was sagen dürfen. Los geht's. Also ich bin ja schon ein bisschen älter wie ihr alle und für mich sind natürlich andere Themen wichtiger, das ist klar. Digitalisierung, klar ist es noch nicht optimal in Deutschland, aber für mich hat das jetzt nicht oberste Priorität. Oberste Priorität hat für mich, dass diese Macht der Pharmaindustrie und der Lebensmittelindustrie endlich gebrochen wird. Das ist katastrophal, wenn man sich da so Arte-Dokumentationen anguckt oder so. Mir wird richtig schlecht, also wirklich. Ich selber ernähre mich schon seit circa 3 Jahren vegan und glutenfrei. Und das tut mir gut, körperlich. Aber heute habe ich wieder gelernt, man darf zum Beispiel dem Bio-Label auch nicht trauen, vom Herrn Düll. Jetzt schauen wir mal, wie die Diskussion heute Abend weitergeht. Ja, vielen Dank. Und deswegen werde ich jetzt mal sagen, wie die Formel des Weltrates lautet, ganz kurz gesagt. Also, die erste Aussage ist, dass der Weltrat in erster Linie in Deutschland einen riesigen Glücksmangel diagnostiziert. Sie haben es eben auch angesprochen, Schere zwischen Arm und Reich und dass es auch den Reichen vielleicht gar nicht so gut geht. Sie haben zwar viel Geld und materiell haben wir in Deutschland vieles, ja, aber wie ist es denn mit Einsamkeit als Haupttodesursache? Zum Beispiel Professor Manfred Spitzer, ja, der allerdings auch sagt, der auch über die gesundheitlichen Risiken, die mit Smartphones bei kleinen Kindern verbunden sind, auch zum Beispiel sich äußert. Der gehört jetzt nicht zum Weltrat, aber mir fallen natürlich auch immer andere Professoren ein, auf die wir uns ja natürlich auch teilweise beziehen. Und der also quasi letztens ein Buch veröffentlicht hat, dass Einsamkeit die Haupttodesursache in Deutschland ist. Denn Einsamkeit führt dazu, dass wir sehr viele Menschen haben mit Esssucht, Alkoholsucht, Zigarettensucht. Viele Menschen leben mit Alkohol und würden das nie als Sucht bezeichnen. Das ist aber nur eine Frage der Bezeichnung. Ja? Konsumsucht, Kaufsucht, Shoppingsucht, Reisesucht, Autosucht. Wir sind eine Suchtgesellschaft, in der wir ganz viel, und jetzt kann man sich auf den alten Sigmund Freud, der viele Fehler gemacht hat in seiner Theorie, aber Sie studieren ja Ethnologie, gell? Oder werden jetzt Ethnologie studieren. Ja? Wir untersuchen ja seit über 50 Jahren die ganzen Völker der Welt, sogenannte naturnähere Völker, richtige, und das einzige echte Naturvolk, das es noch gibt. Ich weiß nicht, ob Sie als angehender Ethnologe schon mal was von den Bonobos gehört haben, das Wort schon mal gehört. Das ist eigentlich das einzige echte Naturvolk, das wir in der Evolution haben, weil die noch vor der Entwicklung von Gesellschaften stehen. Während alle anderen sind schon nach Entwicklung von Gesellschaften. Fast praktisch alle anderen Kulturen auf der Welt kennen schon Tauschhandel, die Erfindung des Tauschhandels und des Marktes und der Arbeitsteilung und sind damit Gesellschaften und nicht mehr Gruppen oder Kommunen oder Stämme. Ja, und der Glücksmangel ist das Entscheidende und deswegen, und das Glückszerstörende in Deutschland, das kommt daher, dass unser Kernsatz gilt: Gesellschaft kann niemals funktionieren ohne starke positive Anreize. Nur haben das die Menschen vor 400.000 Jahren nicht kapiert und kapieren es heute noch nicht. Ja? Und das ist die neue Botschaft, die also die Wähler beglückt, und zwar nur in praktischer Form. Also wenn ich jetzt nur so sage, Gesellschaft sozusagen kann niemals funktionieren ohne starke positive Anreize, dann klingt das erstmal nichtssagend. Jetzt machen wir es mal ganz praktisch. Mein Hausarzt soll endlich belohnt werden dafür, wenn er mit mir mit einem faszinierenden, spaßmachenden Freizeit- und Wochenendkursangebot kostenlos, Ernährungskurse,
zusammen einkaufen, tanzen, singen, musizieren, Fitnessstudio, Sportvereinsprogramminhalte, Gesundheitssportarten aller Art und so weiter. Alles kostenlos. Alles nur sanfte Verführungen, mir zu helfen, gesünder, glücklicher und länger leben zu dürfen. Und dafür wird er belohnt. Das heißt, endlich wird der Arzt nicht mehr belohnt dafür, wenn er möglichst viele Chemotherapien, Bestrahlungen, Operationen, Impfungen und was auch immer verkauft, wodurch er dann ein Geschäftsinteresse an unserer Krankheit entwickelt und dann am meisten Geld verdienen kann, wenn wir chronisch krank werden oder tablettensüchtig werden. Die Pharmaindustrie verdient am meisten, wenn wir tablettensüchtig werden. Sondern die Wähler warten zum Beispiel endlich auf eine Partei, die dafür sorgt, dass der Arzt belohnt wird, wenn er den Leuten hilft, gesünder zu leben und niemals Krebs und Herzinfarkt und so weiter jemals zu bekommen. Und nicht, dass er quasi von der Krankheit lebt, von den chronisch Kranken lebt und je kränker die Leute werden, desto mehr Gewinn macht er. Das ist der Punkt, worauf die Bürger warten, nämlich dass positive Anreize gesetzt werden und gut, jetzt kommt der Kernsatz des Weltrates, Gutes tun, endlich gezielt belohnt wird, anstatt dass wir seit 400.000 Jahren verzweifelt darauf hoffen, dass endlich die Menschheit Gutes tun wird. Und was macht sie? Weltkriege, Juden vergasen, Menschen ermorden, was Stalin ermorden Menschen, Mao ermordet Millionen von Menschen, Hitler ermordet Millionen von Menschen. Das ist ja erst gerade gestern gewesen, ja? Und lauter kranke, übergewichtige, depressive, vereinsamte Menschen ohne Lebensqualität. Jeder kann sich vieles kaufen, aber alle können wir uns kein Glück kaufen. Und das ist das große Forschungsergebnis dieser Mischung aus Medizinprofessoren, Psychologieprofessoren, Biologieprofessoren, Wirtschaftsprofessoren, Juraprofessoren, Chemikern, Ingenieuren und so weiter. Und alle sind sich einig, dass genau da liegt der Schwerpunkt. Und das hat dann bei den Wählern, zum Beispiel das mit der Gesundheitsreform, die ich jetzt nur angedeutet habe, hat dann 56% der Wählerstimmen gebracht und begeisterte Kommentare. Frau Mesli, letzter Punkt von meiner Rede jetzt, meiner Begrüßungsrede. Sie haben selbst bei Open Petition 2 Petitionen reingestellt, eine mit unserer Gesundheitsreform und eine mit einer Gesundheitsreform einer anderen Partei. Und wie war das? Für uns 60 begeisterte Kommentare, warum man diese Petition unterschrieben hat. Und davon eine war, die hat es ganz deutlich gesagt, das ist der wahre Ansatz, glaube ich. Wenn der eine Kommentar hieß, das ist der wahre Ansatz. Und wenn Sie sich die 60 Kommentare durchlesen und die Hunderten, die es über den Weltrat gibt, dann schlackern Sie mir den Ohren. Weil die Wähler darauf so etwas warten, ja? Dass endlich wir alle glücklicher werden, dass die Schere zwischen Arm und Reich irgendwann auch wieder zusammengeht, aber nicht mit einer Revolution, wo wir die Reichen umbringen und die, ja, und so weiter, sondern dass wir dafür sorgen, dass wir uns in eine harmonische, glückliche, gesündere, langlebigere, glücklichere Gesellschaft verwandeln. Unser oberstes Arbeitsziel heißt, letzter Satz, wir wollen ihr Leben und ihnen fehlt noch die Lebenserfahrung der unglücklicheren Lebenszeiten. Sie sind zu jung, um zu erfahren, Frau Mesli, Sie können das vielleicht bestätigen, wenn man dann erst mal so 30, 40, 50, 60 wird, dann wird das Leben sehr viel weniger glücklich. Also ich war x-fach glücklicher als 20-Jähriger oder 25-Jähriger oder 30-Jährige mit meinen vielen Freundinnen und so weiter als jetzt. Also insofern sozusagen. Aber unser Arbeitsziel ist, ihr Leben 10-fach gesünder, länger zu machen. Wir wollen ihnen eine Lebenserwartung bis maximal 127 Jahre ermöglichen. Davon sind wir auch unendlich weit entfernt. Wegen einer krankmachenden Ernährungsindustrie und einer krankmachenden Medizinindustrie. Und wir wollen ihnen helfen, also gesünd, 10-mal gesünder, 10-mal längeres Leben, 100-mal glücklicheres Leben und mehr Wohlstand.
Denn unser System läuft darauf hinaus, dass jeder arbeitende Mensch in Deutschland 700 Euro mehr pro Monat bekommt, netto steuerfrei, weil wir ein Wirtschaftswunder erzeugen mit den Reformen. Das war meine Gesamtvorstellung erst einmal des Grundansatzes. Und jetzt kommen wir in die Diskussion und jetzt läuft es so, dass Sie jetzt aufgefordert sind, als Advocatus Diaboli, kennt jeder den Begriff, quasi als Gegenargumentebringer. Egal, ob Sie sich ein Gegenargument nur ausdenken oder ob Sie selbst davon überzeugt sind, dass Sie jetzt sozusagen, dass ich jetzt frage, wer möchte sich melden gegenüber meiner Argumentationskette oder erstmal meiner Darstellung, Gegenargumente zu bringen? Wer meldet sich da vielleicht? Wer könnte da etwas sagen? Und es können auch nur ausgedachte Ideen sein. Also können Advocatus Diaboli heißt, weil wir unsere Talkshow am liebsten funktioniert, wenn wir immer einen widersprechenden Experten noch da haben. Ja, deswegen legen Sie los. Sie haben 3 Minuten jetzt, mal einfach eine Gegenrede zu halten. Ja? Sehr gerne. Ich würde als Advocatus, um auch wirklich ein Advocat des Teufels zu sein, möchte ich kurz die Frage stellen, ob es die Teilnehmer dieses Meetings stört, wenn ich gleich dabei rauche, um direkt auf die mangelnde Gesundheit Kein Problem, das überträgt sich ja nicht bis hierhin. Als Gesundheitsspezialisten rauche ich natürlich selber nicht, aber es überträgt sich ja nicht. Sie dürfen, gut. Das ist bei uns absolutes Freiheitsrecht. Jeder Mensch darf sich auch krank machen. Das ist auch in unserem Konzept drin. Noch bin ich ja jung. Also ich würde zunächst... Ich mache das jetzt mal so halb fiktiv, halb meiner eigenen Logik nach. Ich würde zunächst darauf eingehen, zu sagen, dass es wissenschaftlich unfundiert ist, zu behaupten, dass wir in einer unglücklicheren Gesellschaft oder in einer unglücklich lebenden Gesellschaft leben, aufgrund von 2 Faktoren. Zum einen war das Durchschnittsleben des Menschen, wenn man nur 100 Jahre zurückgeht, davon geprägt, zu überleben und die eigene Familie genügend zu essen für die eigene Familie auf den Tisch zu bringen. Und vor 500 Jahren war das Durchschnittsleben des einfachen Menschen davon geprägt, nicht an der nächsten Grippe zu verrecken, elendig, weil es kein Ibuprofen gab. Zudem als zweiter Punkt glaube ich, dass, aber da lasse ich mich gerne belehren, eines Besseren belehren, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass das Glück einer Gesellschaft, wie glücklich Gesellschaften sind, dass das bis vor einigen wenigen Jahren überhaupt nicht gemessen wurde. Dass uns dahingehend also der historische Vergleichswert fehlt, wie glücklich war jetzt eigentlich die antike Gesellschaft oder wie glücklich war jetzt eigentlich die mittelalterliche Gesellschaft. Letztlich glaube ich, persönlich, dass der einzige Mensch, der einen glücklich machen kann, man selber ist. Es gibt Menschen, die leben in bitterer, bitterer Armut und sind super glücklich, weil sie mit sich selber im Reinen sind. Und es gibt Menschen, die sind stinkreich, leben im absoluten Überfluss, waren noch nie krank und haben keinerlei Probleme im Leben, sind aber mit sich selber nicht im Reinen und ziehen daraus dann eine Depression. Ich glaube, dass natürlich alle staatliche Verantwortung, alle gesellschaftliche Verantwortung führt oder soll ja letztlich dazu führen, dass der Einzelne sich selber frei entfalten kann, ohne dass die Interessen der Masse unverhältnismäßig zurückstehen. Und das kann man natürlich, und das wird ja auch oft als Verwirklichung des persönlichen Glücks bezeichnet. Also der berühmte amerikanische Pursuit of Happiness ist ja schon das, worum es dabei geht. Ich glaube aber eben, wie gesagt, dass da nur sehr begrenzte Einwirkungsmöglichkeiten bestehen. Und deswegen würde ich es immer als Ziel der Politik formulieren, nicht als Ansatzpunkt. Das wäre erst das erstmal so für die erste Runde, ja? Ja, schön. Ja. Dann beginne ich vielleicht mal. Ich habe jetzt mir insgesamt 3 Punkte notiert und ich fange mal mit dem ersten an. So. Und zwar, ich lege los. Sind wir uns einig,
dass das Gravitationsgesetz von Sir Isaac Newton jede Studie schlägt? Sind wir uns da einig? Also das ist jetzt meine rhetorische Frage, die Sie nachher vielleicht beantworten können. Nämlich Sir Isaac Newton, also wenn wir uns fragen, wohin fliegen die Regentropfen, dann gucken wir nach dem Naturgesetz und sagen, ja, irgendwo ist der Massenschwerpunkt für die Regentropfen dieses Universums, ist der Massenschwerpunkt irgendwie in der Nähe des Massenschwerpunkts der Erde. Denn die anderen Kräfte wie die Sonne oder andere Planeten und so weiter und andere Sonnensysteme und andere Galaxien, die sind so weit weg, dass deren Massenanziehungskräfte auf den Regen auf der Erde relativ gering sind. Also werden die Regentropfen immer irgendwie fließen. Da gibt es andere physikalische Kräfte. Der Wind kann das Ganze lenken. Das können Flüsse sein, Trägheit der Masse und so weiter. Und Sie haben dann eine naturgesetzliche Beweisführung. Und im Großen Ganzen werden Sie sagen, bis es dann auf undurchlässige Schichten trifft und zum Grundwasser wird, wird das Wasser immer versuchen und angezogen werden von der Gravitationskraft ungefähr aus der Nähe des Massenerdmittelpunktes, des Massenmittelpunktes der Erde, ungefähr in der Nähe davon. Und das wissen wir. Das wissen wir naturgesetzlich. Das brauchen wir nicht zu untersuchen, weil wir das aus Naturgesetzen, die bewiesen sind, ableiten können. Und das ist eben auch der Punkt. Sie haben jetzt zum Beispiel vorhin ja auch gesagt, wir haben keine Messung des Glücks, können aber auch nur Naturgesetze anwenden, um uns das zu erschließen. Und genau da liegt der Punkt. Der Weltrat wendet sehr stark, ich weiß nicht, ob Sie einen Mann kennen, der bei Wikipedia heißt, der weltweit wichtigste Denker, Professor Richard Dawkins, in Oxford quasi geistiger Nachfolger von Sir Charles Darwin und der wichtigste Denker der Neuzeit, der quasi der den Weltrat eigentlich inspiriert hat, weil er der Einzige war, der anhand der Naturgesetze zu der Erkenntnis gekommen ist, und zwar das Naturgesetz von Mutation und Selektion oder genauer Variation und Selektion. Sie kennen das, Charles Darwin, Mutation und Selektion. Ich denke, das haben Sie alle irgendwo mal gehört. Ja? Und das ist das entscheidende Naturgesetz. Ich kann es mal so sagen, wer in der Politik geht und nicht evolutionsbiologisch Gesellschaften analysiert, wird zu keinem Ergebnis kommen, das kompetenter ist als das, was Frau Merkel macht. Denn sie vernachlässigt die Evolutionsbiologie auch ganz sträflich. Jetzt die entscheidenden Punkte. 100 Jahre und vor 500 Jahren. Das ist die beliebte Aussage, früher ging es den Menschen schlechter. Was diese Antwort aber ausklammert, ist Folgendes, dass unser Glücklichsein sich in Wellenbewegung pendeln kann. Wir haben ganz klare Hinweise dafür, dass die Menschen vor 400.000 Jahren aus allem, was wir über die evolutionären Rahmenbedingungen wissen und über die Evolutionsabläufe der letzten 400.000 und der letzten 13,8 Millionen Jahre und der letzten 65 Millionen Jahre und der letzten 13,8 Milliarden Jahre dieses Universums wissen, als Naturwissenschaftler haben wir eindeutige Hinweise, dass wir vermutlich vor 400.000 Jahren bei allem, was wir an naturwissenschaftlichen Überlegungen haben, ungefähr 100 Mal glücklicher waren als heute. Und dass wir auch 100 Mal gesünder waren. Und dass wir damals vielleicht eine Lebenserwartung hatten, die vielleicht eher bei 100 lag oder bei 150, 150 ist zu viel. Also der Mensch hat ein genetisches Potenzial von circa, Altersforscher Professor Sven Völpel redet so von circa, also 122 haben wir mindestens als genetisches Potenzial und wir sagen ja maximal allerhöchstens 127 als genetisches Potenzial. Und dass die Menschen ihr damaliges genetisches Potenzial und wenn auch deren Potenzial vielleicht damals nur bei 100 lag, aber sie haben davon größere Prozentsätze ausgereizt als wir heute, als die Menschen vor 500 Jahren. Es gab ja auch Zeiten, wo die Leute im Durchschnitt wegen der vielen Kriege und einer massenhaften Kindersterblichkeit wirklich im Durchschnitt nur 30 oder 35 Jahre alt wurden. Aber das ist naturwissenschaftlich der falsche Blick,
wenn man muss über große Zeiträume schicken und schauen und nicht kleine Schwankungen sich nicht irritieren lassen, die besonders gern von der Medizin als Geschäft herangezogen werden, so mit dem Argument, es geht uns doch heute viel besser als früher. Die Naturwissenschaft sagt eher genau das Gegenteil. Es geht uns heute viel schlechter als früher. Wir sind wesentlich weniger gesund als früher. Und wir aber eben nicht verglichen mit 500 Jahren. Da haben Sie recht. Aber wissen Sie schon, wie alt zum Beispiel einer der Onkels von Seneca, Sie kennen den alten Römer, was schätzen Sie, wie alt der geworden ist? Nur mal gerade kurz eine Zahl. Sagt mal jemand vielleicht eine Zahl? 80. Ja, ich glaube, es waren weit über 90, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also das heißt, wir haben völlig falsche Vorstellungen, weil uns ja die Medizin, das ist ja Teil ihres Geschäftsmodells. Leute, durch unseren Segen lebt ihr jetzt immer länger. Haben Sie schon gehört, dass in den USA die Kurve gerade zurückgeht, dass die Leute immer kürzer leben in den USA? Dass gerade das Übergewicht und Diabetes in den USA so stark sind durch die ganzen krankmachenden Faktoren in den USA, dass die Lebenserwartung jetzt zurückgeht? Dass vor einigen Jahrzehnten noch in Japan, Okinawa, es Massen von 110-Jährigen gab, die noch voll fit gearbeitet haben? Die sogenannte Blue Zone Forschung, kennen Sie die Blue Zone Forschung? Ja, Frau Mesi, Sie nicken, ja, Sie kennen das wahrscheinlich alles. Und das bedeutet, dass also noch vor wenigen Jahrzehnten, bevor Fast Food und unsere moderne Medizin nach Okinawa, Japan kam, hatten Sie es dort mit einer Masse topfitter 110-Jähriger zu tun, die noch voll am Arbeitsleben teilgenommen haben. Gucken Sie mal, ob Sie in Deutschland noch jemanden finden, der mit 110 Jahren noch top vital am Arbeitsleben teilnehmen kann. Ja? Verglichen mit der Blue Zone Forschung geht es uns katastrophal schlecht. Ja? Und der letzte Punkt noch, und dann habe ich es auch schon. Was ich damit sagen will, der Weltrat sagt, viele Dinge können wir nur über Naturgesetze erschließen, weil wir leider vor 100.000 Jahren keine Studien über unser Glücklichsein gemacht haben. Wir müssen alle Daten, alle naturgesetzlich erschließbaren Daten, die evolutionsbiologisch, naturwissenschaftlich, so wie bei Sir Isaac Newton, fundiert, müssen wir die nehmen und dann kommen wir zu dem Schluss, dass die Menschen, die also an Einsamkeit leiden und die Selbstmorde. Jeden Tag bringen sich in Deutschland, glaube ich, 40 Menschen um, jeden Tag in Deutschland, weil sie so glücklich sind, in Deutschland leben zu dürfen und so weiter. Und die Depression ist die Hauptvolkskrankheit in Deutschland. Ja? Und von daher, letzter Satz dazu, der Weltrat bezieht sich, versucht mit Naturgesetzen in die Realität reinzuschauen, jenseits dessen, was wir an oberflächlichen Sachen bis jetzt haben. So, und jetzt fordere ich wieder auf, wer möchte jetzt, Herr Sieper, Sie können ruhig auch weiter als Advocatus Diaboli sagen, aber ich frage immer mal, oder will jemand unbedingt jetzt in der nächsten Runde Advocatus Diaboli sein? Wem brennt es sozusagen? Ja. Also ich hätte die eine oder andere Idee, weil ich mir ein paar Sachen notiert hatte. Ich werde allerdings nicht sehr lange brauchen. Ja, legen Sie los. Dann können wir ja die Zeit, dann kann ja der Herr Sieper weitermachen danach. Ja? Sehr gerne. Also können Sie Zeiten immer auch aufspalten. Ich habe ja jetzt auch ein bisschen länger gebraucht und deswegen können Sie sowieso länger reden jetzt. Ne? Ich hab mir ein paar Notizen gemacht. Zunächst mal zu den Zahlen. Sie haben von 127 Jahren 10-mal glücklicher und 10-mal gesünder in Ihrer Eingangsrede gesprochen. Ich finde, das sind schwierige Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen, das haben Sie allerdings selber schon angesprochen, die Messbarkeit von Glück und Gesundheit ist sehr, sehr schwer. Und zum anderen ist 127 Jahre, ja, das ist eine sehr wenig abstrakte Zahl, sondern eine sehr absolute Zahl. Aber auf der anderen Seite muss ich mich fragen, möchte ich 127 Jahre leben unter den Voraussetzungen, die wir heute haben? Und mit den medizinischen Bedingungen, die wir haben. Alles in allem, finde ich, ist das ganze Konzept, was Sie hier bringen, sehr abstrakt. Im Grunde genommen ist
eines jeden Menschen Maxime Glück. Also alles, worauf wir streben, bedeutet Glück. Wenn jemand ein absoluter Junkie nach hohen Bergen ist und im Winter Skifahren will, dann wird er auf einen Berg springen nach dem anderen und empfindet da Glück. Die zweite Maxime, die ich sehen würde, ist Gesundheit. Das ist was man sich nicht aussuchen kann, zumindest häufig nicht. Und das sind für mich die beiden Maximen. Und jetzt kommt es doch eigentlich darauf an, wie erreiche ich das. Es geht doch eigentlich dann für Politiker, für Entscheidungsträger im Allgemeinen darum, wie komme ich denn dahin, dass ich glücklich werde mit der begrenzten Zeit, die ich habe. Das Leben ist ja auch nur deswegen so wahnsinnig viel wert und Adrenalin ist nur so wahnsinnig viel wert, weil ich eben weiß, dass es endlich ist und nicht unendlich. Und zu ein paar anderen Zahlen, die Sie genannt haben, in den USA geht die Kurve aktuell zurück, stimmt. Das liegt allerdings daran, dass in den USA, ich war selber viereinhalb Monate mitten in den USA, in Kansas, und abgesehen davon, dass im Supermarkt Obst und gutes Essen und Gemüse sehr viel teurer ist als wirklich sehr, sehr schlechtes Essen, ist es auch so, dass es dort kein normales Restaurant gibt. Wenn man hier in Deutschland, ich wohne jetzt aktuell in Stuttgart, wenn ich vegan bin oder Vegetarier oder mich einfach nur gesund ernähren möchte, dann finde ich an jeder Straßenecke ein gesundes Restaurant, was mir das bietet, vielleicht für 2,50 Taler mehr. In Amerika gibt es das nicht. Da gibt es nur einen Fastfood-Laden nach dem anderen. Da gibt es McDonald's, Burger King, Taco Bell und wie sie nicht alle heißen. Das ist ein großes Problem. Und in Japan im Gegensatz dazu gibt es das kaum. Und die Generation, die sehr, sehr alt wurde, hat es zum einen dadurch gemacht, dass sie ganz andere Essgewohnheiten hatten als wir. Also die essen nur zweimal am Tag in Japan, essen über einen kürzeren Zeitraum, essen generell weniger, essen mehr Reis, was sehr gesunde Kohlenhydrate sind, das sie in Deutschland kaum haben, in Amerika kaum haben, essen dort sehr viel Fisch, der sehr wichtig für den Körper ist in vielerlei Hinsicht, und essen unglaublich wenig Fleisch. Also da sind einfach ganz viele Faktoren, die wir im Westen so nicht haben, die dazu führen, dass man definitiv älter wird. Und jetzt mein letzter Punkt. Sie haben Selbstmord angesprochen, dass wir ca. 40 Tote durch Selbstmord in Deutschland haben. Täglich. Das ist eine dramatische Zahl. Das ist ganz schwierig. Ich weiß, dass eine sehr, sehr hohe Selbstmordrate auch Neuseeland hat, was ja vom Land wunderschön ist. Es hat nicht viel Überbevölkerung, ist ein sehr wohlhabendes Land. Trotzdem, das finde ich auch beeindruckend. Ich kenne allerdings den Glücksfaktor in Neuseeland nicht. Allerdings weiß ich, dass in der europäischen Glücksstudie die Skandinavier sehr viel besser abgeschlossen haben als wir in Deutschland. Und auch dort gibt es Selbstmorde. Das heißt, ich glaube, Selbstmorde wird man nie verhindern können. Auch wenn das natürlich eine Maxime wäre für eine Bundesrepublik oder für eine Stadt. Das kann man auf eine vom Kleinen ins Große ummünzen. Selbstmorde sind dramatisch und immer schlimm und immer schlecht. Und da muss man dagegen vorgehen. Da bin ich absolut bei Ihnen. Aber man wird es am Ende vom Tag nie gänzlich verhindern können. Dankeschön. Darf ich da auch noch was zu sagen oder ist das zeitlich dann rahmensprengend? Nee, machen Sie, Sie haben noch Zeit. Ich habe vorhin doch deutlich überzogen, also können Sie jetzt auch ein bisschen überziehen. Okay. Hängen Sie noch was dran. Und Frau Meesen, hängen Sie ruhig was dran jetzt noch. Okay. Bin ich bei beiden Meinungen d'accord mit. Ich meine, was man bei allen abstrakten Naturwissenschaften, die ja rein objektiv sind, immer rückwirkend betrachten muss, ist die eine Fähigkeit, oder ob man es jetzt als gut oder schlecht betitelt, ist die eine Sache, aber die eine Fähigkeit, die den Menschen unterscheidet, ist das abstrakte und das reflektierende Denken, also sich selber als Mensch zu denken, und das hat zu dem geführt, was wir haben, dem technologischen, medizinischen Fortschritt, ob das jetzt Fortschritt oder Rückschritt ist, liegt im Auge des Betrachters, aber dass wir uns denken, wenn ich jetzt das mache, was passiert dann? Und ich glaube, dass, ja, vielleicht, die Menschen haben dann scheinbar, ich kannte diese Zahlen nicht und habe mich auch mit den Themen nicht beschäftigt, aber wenn die Menschen vor 400.000 Jahren so viel länger gelebt haben und es ging ihnen so viel besser, ist das selbstverständlich auf der objektiv naturwissenschaftlichen Ebene erstmal ein sehr gutes Argument. Die Frage ist halt einfach nur, kann man diese Staatensysteme oder die Systeme, die Gesellschaften, in denen die Menschen dort gelebt haben, miteinander vergleichen? Und eine Regierung oder ein Staat, und das ist in der Corona-Krise nochmal so klar geworden, kann nur so lange eingreifen,
wie der Mensch eine Gefahr für andere ist und kann nicht verhindern, dass ein Mensch sich selbst Schaden zufügt, so blöd es ist. Er kann, wie zum Beispiel bei Zigaretten, den Weg dahin erschweren mit Steuern und entsprechenden Kosten auf Zigaretten oder auf Alkohol oder auf Drogen, aber er kann dem Menschen nicht die Möglichkeit nehmen, sich selbst zu verletzen oder sich selbst zu schädigen. Und der Großteil des menschlichen Glücks liegt in der eigenen Hand. Da bin ich auch der Meinung, nicht zu 100%, aber zu einem Großteil. Und abschließend noch würde ich sagen, dass ich, und ich glaube, da steuern viele Menschen bei, lieber 50 erfüllte Jahre hätte als 100 langweilige Jahre mit einem relativ limitierten Zugang zu Mitteln oder zu Ressourcen, wie ich mein Leben ausgestalten kann. Und das war selbst, also bestimmt nicht vergleichbar, was wir jetzt als Menschen für Möglichkeiten im 21. Jahrhundert haben, zu den Menschen, die vor 400.000 Jahren gelebt haben, was die so mit ihrem Leben anstellen konnten. Genau. Ja, Herr Sieper, wollen Sie auch noch? Sie können ruhig auch noch mal 2 Minuten was dranhängen. Ich würde mich da den Ausführungen meiner Parteikollegen anschließen. Ich glaube, die haben da. Dann gehe ich jetzt erstmal darauf ein. Das war ja jetzt auch eine ganze Menge. Und ich gucke mal, was ich mir. Ich habe mir sicherlich nur zu manchem Stichpunkte gemacht. Und vielleicht, wenn ich dann was dazu sage, vielleicht, Frau Mesli, können Sie dann auch noch mal was ergänzen aus Ihrer 3-monatigen Erfahrung. Also, Stichwort hohe Berge war so als Beispiel. Ich komme nun mal aus der Erfahrung mit Menschen. Ja? Also ich bin wahrscheinlich einer der best ausgebildeten Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, Gesprächstherapeuten, Verhaltenstherapeuten aller Zeiten wahrscheinlich. Ich galt an der Universität als das Ausnahmetalent, Durchschnittsnote 1,1, 30 Professoren haben über mich geschrieben, Ausnahmetalent und so weiter. Und ich habe Menschen studiert mit allen modernen Techniken. Und wenn Sie die Menschen vom Innen her kennenlernen, dann kommen die Menschen, wenn sie eine richtig gute Arbeit machen, kommen die auch an den Punkt, warum gehe ich auf die hohen Berge? Für was ist das eigentlich eine Ersatzbefriedigung, dass ich da sogar mein Leben riskiere? Ein Sportkamerad, der Vater vom Sportkamerad, ist beim Bergsteigen tödlich abgestürzt und so weiter. Das mache ich, weil ich einen Kick brauche oder ich brauche den Adrenalinkick oder brauche auch immer, weil mir hier so viel Wohlfühlen fehlt, weil hier das Liebesleben in Deutschland sehr schlecht ist. Wir haben in Deutschland einen ständigen Rückgang der Rate der sexuellen Akte in Deutschland. Ja, es gibt seit Jahren gibt es lauter Studien, die sagen, dass zwar immer freier geredet wird über Sexualität, aber Sexualität und besonders erfüllende Sexualität immer seltener wird. Ja? Und dafür ist das ist ein Großteil unseres Lebens Ersatzbefriedigung. Und deswegen, ich habe dann als Stichwort auch erwähnt, Ernährungsreform. Ja? Unsere Ernährungsreform will den Supermarktleiter, sei es den Marktleiter Rewe, Alnatura, Aldi, Lidl und wie sie alle heißen, Bio, Basic und so weiter, dann am meisten Verdienstzuschüsse geben, wenn die Kunden, die so im Durchschnitt beim Einkaufen sich grundsätzlich gesünder entwickeln als vorher. Das heißt, wir wollen die Ernährungsindustrie dazu bringen, dass sie das Glyphosat zum Beispiel, gerade heute wieder in der Arte-Sendung gehört, Frau Mesli, ich habe es Ihnen erzählt, wo wieder berichtet wurde, dass wir alle durchseucht sind mit Glyphosat und das unter dem Verdacht steht, eventuell doch krebserzeugend zu sein oder krebsbegünstigend zu sein. Und all diese Dinge, und dass das Wort Bio uns da nicht schützt, denn auch Bio kann genauso von Glyphosat durchseucht sein, weil die Wettbewerbsbedingungen zwingen auch die Biobranche dazu, immer billiger zu werden, immer mehr Schummelbio zu machen, immer mehr Betrugsbio reinzumischen und immer mehr Pseudobio zu machen. Das sind alles Illusionen, das sind alles Geschäftsmodelle sozusagen. Das Entscheidende ist, dass im Moment der Supermarktleiter nichts verdienen kann, wenn er bei uns gesundes Zeug liefert. Und der Lieferant schon gar nicht, sondern die Nahrung geht immer mehr nach dem Trend, immer billiger herstellen, weil der Marktwettbewerb uns dazu zwingt. Und dann wird das Zeug immer toxischer, immer giftiger. Gluten, die Arte-Sendung hieß Gluten gefährlich und giftig, Fragezeichen. Ja? Und wir haben immer mehr Schäden durch solche Produkte, übrigens auch wie Reis. Und Brot, natürlich ist Brot noch viel giftiger als Reis, aber ich würde Ihnen empfehlen, niemals Reis zu essen.
Das ist auch teilweise toxisch. Und nur so am Rande, ich bin ja auch Ernährungsberater und bin ja auch tätig als Ernährungsberater. Aber dann richtig ist zum Beispiel, was Sie erwähnt hatten, die Okinawas, alle Professoren sagen, ja, ein bisschen Fisch ist wirklich vielleicht sogar wichtig für die Gesundheit. Sowieso Omega-3-Fettsäuren, Walnüsse und so weiter. Aber Fisch, ich esse auch ab und zu ein bisschen Fisch. Gerade gestern wieder ein bisschen Lachs gegessen, ne, mir geleistet. Und was sie vergessen haben, ist, dass die unheimlich viel Gemüse gegessen haben in Okinawa, zum Beispiel Süßkartoffeln, sehr viel. Und nur klein, und der Reis ist eigentlich eher das Ungesündeste in der japanischen Ernährung. Ja, und aber die Gemüse und süße Kartoffeln ab und zu ein kleines Stück Fisch und so weiter. Und deswegen sind die mit 110 noch topfit und arbeitsfähig. Und so wie die mit 110 sind, so alt möchten sie auch alle werden. Denn wenn sie sich so topfit fühlen, ja, ich kann sie ja nachher mal fragen, also wie gesagt, nee, lassen wir das weg, aber wenn sie mit 110 Jahren topfit sind, dann wollen sie auch noch weiterleben. Ja, das kann ich Ihnen versprechen. Denn ich bin ja auch schon in einem Alter, das man mir hoffentlich nicht ansieht. Ja, dann haben wir zum Beispiel eine unserer wichtigsten Reformen ist, dass wir sagen, wir wollen die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme einführen, empfehlen das den Gesellschaften dringend. Wir haben andere Modelle, weil ja unser oberster Satz ja, heißt ja positive Anreize setzen. Aber die Wohlfühlstimme, Sie können die Leistung eines Arztes, zum Beispiel alleine, Sie brauchen noch nicht mal Gesundheitsdaten erheben, Sie brauchen noch nicht mal Langlebigkeitsdaten zu erheben, Sie müssen nur die Wohlfühlstimme erheben. Das heißt, dass die Leute alle beginnen, gegenüber dem Bundeswahlleiter und den Landeswahlleitern, Sie alle, wir alle kennen Sie noch unsere alten Schulnoten, 3 bis 4 ist so genau in der Mitte, zwischen 6- und 1+. Und wenn jemand vor dem 127. Lebensjahr stirbt, dann läuft für ihn eine 7 weiter, also die schlechteste mögliche Note. Und wenn Sie sich gerade frisch verliebt haben, vielleicht in einem Gesundheitskurs der Hausarzt, Gesundheitskommune des Hausarztes der Zukunft, und Sie sind total glücklich, dann geben Sie statt einer 3 bis 4, teilen Sie dem Bundeswahlleiter, übermitteln Sie dem eine 3 minus oder eine 3. Wenn es Ihnen total schlecht geht wegen irgendwas, dann übermitteln Sie ihm eine 4 plus oder wenn es ganz schlimm ist, eine 4. Und daraus kann man statistisch mit den neuesten statistischen Verfahren, kann man das so brillant auswerten, dass man rauskriegt, welcher Supermarktleiter sozusagen hat bei seinen Kunden im Durchschnitt eher bessere Wohlfühlstimmen als Ergebnis oder schlechtere Wohlfühlstimmen als Ergebnis. Dann können Sie rausrechnen, welcher Arzt hat bei seinen Kunden, die sich ihn als Hausarzt gewählt haben oder auch als Hausarztersatzpraxis gewählt haben, oder auch im Pflegeheim, die alten Pflegeheime kriegen quasi einen Hausarztersatzpraxisstatus. Wenn da die Leute plötzlich wieder vitaler werden, gesünder und fitter werden und dann sagen, ich möchte aber noch mal wieder ein bisschen arbeiten, jetzt, ich bin jetzt wieder so gesund und fit, dann gibt es die höchsten Belohnungen für alle Beteiligten. Ja? Also Gesundheitsförderung über die Wohlfühlstimme alleine könnte man, wenn man sie benutzen will, im digitalen Zeitalter, könnte man darüber die gesamte Wirtschaft über Verdienstzuschüsse dazu lenken, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand zu fördern. Nur allein mit einer neuen Wahlstimme. Und dabei lasse ich es erst einmal an diesem Punkt gut sein. An diesem Punkt gut sein. Nur noch letzter Punkt. Sie hatten die richtige Frage gestellt, was ist der Unterschied zwischen vor 400.000 Jahren und zwischen uns? Was ist der Unterschied zwischen dem einzigen echten Naturvolk? Professor Franz de Waal hat ja in seinem Buch Bonobos, circa 2000, detailliert geschildert, wie glückselig diese auf ihn wirken. Er hat das so formuliert, ja hoppla, der war entsetzt, weil das widerspricht seinem Weltbild. Und das ist immer ein guter Hinweis, wenn ein Forscher auch was berichtet, was seinem Weltbild widerspricht, hat gesagt, ja hoppla, die praktizieren ja Make Love Not War und das funktioniert auch noch bei denen. Und das sind ja richtige matriarchale Hippie-Affen, das ist ja schrecklich sozusagen. Aber er musste es als Wissenschaftler fair berichten, dass die ganz anders leben als wir.
zwölfmal am Tag Sex haben, dass die Frauen hundertprozentig bisexuell aktiv sind und so weiter. Und er musste das berichten. Und er musste sagen, denen geht's viel besser als uns. Denen geht's ja, also wenn ich einem Bonobo in die Augen schaue, sehe ich einen Menschen. Ja, und die sind, obwohl sie natürlich nur ein deutlich kleineres Gehirn als wir haben, aber mein Bruder ist Philosoph, hat Philosophie studiert, der sitzt immer bei den Bonobos im Zoo, ja, im Frankfurter Zoo, und der sagt, das ist eine ganz andere Glückseligkeitslevel, die auch unendlich weit ist von irgendwelchen buddhistischen Glücksvorstellungen. Die sind einfach noch viel glücklicher, strahlen die aus, jedenfalls. Und was passiert ist, ist, dass wir den Tauschhandel nicht durch positive Anreize gekontert haben. Tauschhandel geht immer nach hinten los, in der Evolution immer, egal auf in welchem Universum erfunden wird, wenn wir nicht über solche Dinge wie zum Beispiel eine Wohlfühlstimme, das gute Tun gezielt belohnen, dann fangen nämlich die Konzerne an, unglückliche Menschen zu brauchen, weil unglückliche Menschen einfach mehr Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten, Konsumgüter, Konsumsuchtgüter kaufen, Reisen kaufen, Autos kaufen, Ersatzbefriedigung kaufen und so weiter. Und daraus entsteht zwangsläufig ein evolutionärer Trend, unser Leben zu zerstören, damit wir mehr kaufen müssen. Und dabei gibt es eben dann ein paar Selbstmörder, die das nicht aushalten, das Unglück, und es irgendwie nicht schaffen, genug zu kaufen, um dann noch sich zu trösten über dieses Leben hinweg. Ja, und ich würde jetzt gerade als letztes noch die Frau Mesli kurz bitten, ob sie da noch was ergänzen kann, und dann gehen Sie wieder in den Advocatus Diaboli-Zustand dazu. Frau Mesli, was sagen Sie dazu? Ich bin jetzt momentan ein bisschen sprachlos. Warum? Also ich selber habe auch in meinen jüngeren Jahren ziemlich viel gekauft, ersatzbefriedigungsmäßig, weil ich vielleicht ja eben auch da mein Glück drin gesucht habe. Aber was ich dann im Laufe der Zeit erkannt habe, dass wenn ich mir jetzt ein neues Auto gekauft habe oder ein neues Smartphone, die Freude ist ja immer nur von kurzer Dauer. Kaum hat man das Ding mal zu Hause, freut sich an den neuen technischen Details, und dann ist es sofort wieder uninteressant. Und das, ja, das ist kein Leben eigentlich. Man sucht doch einen ganz anderen Sinn im Leben. Und das ist halt die Frage, wo kann ich diesen Sinn finden? Bei mir spielt die Gesundheit eine ziemlich große Rolle. Und die Gesundheit, das weiß ich als Ernährungsberaterin, kann auch sehr stark über die Ernährung beeinflusst werden. Gut, das wäre mein Statement dazu. Ja, und jetzt sind Sie wieder herzlich eingeladen. Ja, beginnen Sie ruhig wieder die Advocatus Diaboli-Rolle, und Sie haben auch wieder viel Zeit. Sie können alle drei reden, wieder dagegen zu sprechen, zu widersprechen. Uns beiden jetzt. Ich würde mal eben vorpreschen, weil mir was ziemlich auf der Zunge brennt. Mhm. Wenn das in Ordnung ist, Patrick. Und, ja, nee, das ist das Konzept. Ja. Also jetzt im direkten Bezug auf diese weitere Wahlstimme mit dieser Bewertung in Noten, wie man sich fühlt, wäre für mich vergleichbar wie in der Lebensmittelindustrie das Greenwashing. Denn der Kapitalismus, so wie er jetzt ist, ich bin kein grundsätzlicher Kapitalismuskritiker, denn ich finde, dass Menschen oft eine Grundhaltung an den Tag legen, dass die Welt erst dann losgegangen ist, als sie geboren wurden. Ja, das heißt, der Kapitalismus funktioniert heutzutage anders, als er das vor 80 Jahren getan hat, beziehungsweise hat einen anderen Stellenwert. Genauso haben auch die Menschen einen anderen Einfluss darauf. Heutzutage ist der Kapitalismus hat uns einen gewissen Wohlstand geschaffen, der eigentlich, und das wissen wir alle, in Form von Gütern und Geld für die ganze Welt reichen würde. Jetzt ist es mittlerweile an einem Punkt, wo Kapitalismus Egoismus fördert in Form von Geld und Macht. So, wenn wir jetzt ein weiteres System schaffen,
um auf Basis von vorgeschriebenen, und wir haben gerade eben gesagt, Glück oder die Maxime Glück ist undefinierbar für alle Menschen gleichzeitig, nicht zu pauschalisieren. Also ich zum Beispiel kann für mich selber sprechen, ich muss nicht 12-mal am Tag Sex haben und nicht mit 8 verschiedenen Frauen. Ich komme mit einer klar und vielleicht 2-mal die Woche. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Und jetzt aber auf vorpauschalisierten Grundsätzen eine Bewertung von Glück einzuführen, fördert genauso den Egoismus im Kapitalismus für Unternehmen, die den bespielen, durch eben Prämien, die ausgeschüttet werden. Und das führt vielleicht im Vordergrund zu einer vermeintlichen Verbesserung des grundsätzlichen Wohlbefindens. Aber ich glaube, dass das langfristig keine wirklichen Fortschritte bringen wird, denn der Mensch hat immer irgendwie einen Weg gefunden, andere auszubeuten, das System für sich selbst und für seine eigene Maxime des Glücks, wenn es zum Beispiel Geld bedeutete, zu nutzen. Und was für mich eigentlich das Grundsatzthema ist, dass, wie gesagt, die Menschen sind lieber die Bösen als die Blöden, und man sollte eben eher meiner Meinung nach das Grundsystem von wie heißt es, wir sind ein, nicht Sozialismus, sondern Solidarität, so auch mit S, sondern grundsätzlich von der Pike auf, also die Solidarität zur Gemeinschaft fördern und nicht mit Anreizsystemen, die dieselben Synapsen bei Unternehmern bedienen, wie es vorher war, weiterhin bedienen und eigentlich gar nicht das Grundsatzproblem angehen, nämlich das, was der Kapitalismus gerade fördert. Der nächste Advocatus Diaboli, bitteschön. Da würde ich direkt einsteigen. Ich habe 2 Anknüpfungspunkte, warum ich die Argumentation ein bisschen dünn finde. Das eine ist generell den Bonobo, wenn ich das richtig verstanden habe, als Referenzwert heranzuziehen, um unsere heutige Gesellschaft zu vergleichen. Also ich halte es für unlogisch persönlich, uns als Menschen mit einem, wenn es um Gesellschaft geht, wenn es um subjektive Wahrnehmung, um sowas wie Gefühle geht, uns mit einem Menschenaffen zu vergleichen, also mit einem weniger intelligenten Wesen, das sicherlich auch soziale Ausprägungen hat, Ausprägungen der Intelligenz, aber die halt nicht mal annähernd so weit reichen wie die des Menschen. Der Mensch ist 100.000 Jahre später als der Bonobo zum ersten Mal belegt, also circa vor 300.000 Jahren. Ich habe das jetzt hier gerade nochmal nachgeguckt. Und ich glaube, Homo sapiens vor 300.000 Jahren, richtig. Genau. Diese Menschenaffen haben ja eine viel geringere Selbstwahrnehmung, also sowohl was Intelligenz als auch was Gesellschaft angeht. Und wenn wir eben feststellen, dass Glück vor allen Dingen auch immer etwas ist, was aus einem selber herauskommt, dann ist es natürlich einfacher, glücklich zu sein, wenn man weniger nachdenkt. Und ich würde jetzt einfach behaupten, jeder Menschenaffe denkt deutlich weniger nach oder weniger komplex zumindest als ein Mensch. Dementsprechend meiner Meinung nach als Vergleichswert völlig ungeeignet. Ich würde zudem sagen, was ich ganz kritisch sehe an dem Prinzip von dieser Wohlfühlstimme, ich glaube, Sie haben es gerade anders benannt, aber ist ja letztlich dasselbe. Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, so kann man es formulieren. Das würde ja voraussetzen, zum einen, dass die Eindrücke der Menschen nur aus einer Richtung kommen, dazu sage ich jetzt gleich noch was, und zum anderen, dass diese Menschen immer objektiv bewerten. Der Mensch ist kein Wesen, das objektiv bewertet. Er fällt seine Bewertung immer subjektiv und meistens emotional. Das heißt, die Menschen würden dieser Verantwortung, die mit dieser Wohlfühlstimme einhergeht, meiner Ansicht nach höchstwahrscheinlich im größten Teil der Fälle nicht gerecht werden. Und das Zweite ist eben, wie kommen dann die Eindrücke zustande? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Supermärkte sollen danach bezuschusst werden, wie gesund ihre Kunden im Mittel sind, dann muss man ja zum einen feststellen, dass... Wie gesund sie sich entwickeln. Genau, also dann muss man ja zunächst darauf eingehen, dass eben die wenigsten Leute nur in einen einzigen Supermarkt gehen und das auch nicht ändern wollen.
Und zum anderen die Gesundheit, die persönliche subjektive, nein, persönliche Gesundheit ja nicht einzig und allein davon abhängt, was man isst. Also um jetzt mal ein Extrembeispiel zu geben, wenn sich jetzt jemand, der immer nur selbst in denselben Supermarkt geht und da immer nur super gesunde Produkte einkauft, weil ihm nur diese zur Verfügung gestellt werden, dann kann der ja trotzdem zu Hause Giftpillen schlucken. Und das hat nichts mit dem Supermarkt zu tun. Oder er wohnt neben einem Atomkraftwerk. Oder er wohnt an einer Schnellstraße und atmet den ganzen Tag giftige Dämpfe ein. Also ich glaube, das würde zu extrem ungerechten Ergebnissen im Einzelfall führen, wenn man gleich welcher Branche, gleich welches Unternehmen so singulär für die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Verbraucher verantwortlich machen würde. Das wäre mein Statement. Ja, so Sie auch noch ein Advocatus Diaboli-Rolle noch. Sie haben ruhig auch noch 2 Minuten hier noch zum Dranhängen. Die dritte im Bunde, wollen Sie auch noch? Oder soll es. Ja, wollen Sie auch noch? Ihr Bild steht im Moment. Ist da was mit der Verbindung nicht in Ordnung? Ich weiß, bin ich gerade angesprochen? Ich glaube Ja, nicht, doch, richtig? Sie sind angesprochen, weil die anderen Okay, zwei haben ja schon gesprochen. Ob Sie ich noch bin was natürlich wollen. Sie müssen nicht. nicht. Es gibt keinen Zwang dazu. Nein, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass ich meinen Parteikollegen in den allermeisten Punkten sehr weit zustimmen würde, vor allem in dem Bezug auf die Wohlfühlstimme. Aus dem Grund, den ich vorhin schon hatte mit Glück, das ist nicht messbar. Und dann finde ich es schwierig, weil natürlich ist es so, dass ich hängen kann und sagen kann, ja, ich finde den gut, weil er gibt mir ein gutes Gefühl. Aber kommt dieses gute Gefühl tatsächlich von dem Wahlleiter oder wenn wir beim Supermarkt bleiben, kommt das gute Gefühl daher, dass der eine Rewe, in den ich immer gehe, tatsächlich so viel besser ist als alle anderen? Oder kommt das Gefühl daher, dass ich gerade in eine neue Stadt gezogen bin mit meiner neuen Freundin und einfach von Glücksgefühlen überschwemmt bin und das daher auch auf den Supermarkt übertrage. Das heißt, ich glaube, die Ergebnisse, die das liefern würde, sind einfach verzerrt und das finde ich dann nicht gut. Und noch eine Sache zu Bonobos. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist es nicht auch so, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass Bonobos. Sie haben von 12 mal Sex am Tag gesprochen. Nutzen die Sex nicht auch zur Bestrafung? Wenn jetzt ein männlicher Affe dem anderen was klaut, ist es dann nicht so, dass der beklaute Affe dem klauenden Affen einfach quasi sagt, bück dich bitte? Das deckt sich nicht mit den Berichten zum Beispiel eines seriösen Professor Franz der Waal, der also wirklich als Spitzenwissenschaftler in der Welt gilt. Das deckt sich nicht, nein, gar nicht. Sondern die auch, wenn es mal ein bisschen Stress gibt, dann kann es schon mal vorkommen, dass die Sexualität direkt als friedensstiftend und befriedigendsmittel benutzt wird, ja, und zwar richtig häufig, aber niemals als Bestrafung. Das haben wir noch nie gehört über die Bonobo-Forschung. Das wäre jetzt eine Okay. völlig neue Idee. Dann wird es vermutlich eine Urban Legend gewesen sein in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, da ich das eben Es gibt aufgehört. viele Legenden, die gebracht werden, um das jetzige System zu rechtfertigen, um es besser darzustellen, als es ist, ja, weil das ist ja eine schockierende Aussage, dass es da eine glücklichere Lebensform gibt als uns, wo wir uns doch als die Krönung der Schöpfung teilweise empfinden. War es das aber mit Ihren Punkten soweit? Ja, das war es mit meinen Punkten soweit. Wie gesagt, das war dann auch eine Urban Legend. Ich hab das nur mal gehört von den Bonobos und deswegen wollte ich da einfach mal interessiert nachfragen. Genau, Danke für genau. die. Ja, das ist eben genau der Punkt, was ich habe Ihnen ja ganz vorhin am Anfang schon gesagt, dass eben man die Welt anders sieht, wenn man 52, 53 Jahre Spitzenwissenschaft hinter sich hat und zum Beispiel in der Psychologie Durchschnittsnote 1,1, wissenschaftliche Methodenlehre mit 1 absolviert hat und die Professoren einem gesagt haben, dass die anderen Studenten also nur winzigste Bruchteile des eigenen Wissens über die Dinge haben und das eben auch für die anderen Bereiche gilt. Das sind unterschiedliche Welten und ich darf Ihnen es auch sagen, so
wenn Sie mit diesem Denken, das Sie bis jetzt drauf haben, versuchen, ein gesamtes Parteiprogramm zu machen, dann werden Sie als Partei keine Chance haben, weil es dieses bahnbrechend Neue und die Menschen dort abholen, wo die vielen Menschen, die als erfahrene Menschen, wenn Sie müssen mal die Kommentare lesen im Internet, die Hunderten von Kommentaren, warum die Wähler zum Beispiel unsere Professoren gewählt haben. Die haben gesagt, endlich hat jemand begriffen, dass das Gesundheitssystem endlich, dass es da endlich eine Belohnung für Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung geben muss, weil wir mittlerweile die Masse der Menschen, viele kluge Leute und Wähler, die Erfahrung gemacht haben, dass der Arzt quasi aus wirtschaftlichen Zwängen fast praktisch gezwungen ist, ihnen zu viel Operationen, zu viel Chemotherapien, zu viel Medikamente zu verschreiben. Ältere Menschen nehmen manchmal am Tag 30 Tabletten am Tag. Und die Wechselwirkungen sind alle völlig unerforscht. Das kann ein völlig toxischer Cocktail sein, der in der Summe als Gift, totales Gift wirkt. Das weiß kein Mensch, weil wir die Wechselwirkungen höchstens von 2-3 Tabletten miteinander kennen, aber nicht von 30 miteinander, die chemische Reaktion im Körper nicht kennen. Und jetzt gehe ich mal auf Ihre Punkte ein. Ja, die Wohlfühlstimme wäre genau das Gegenteil von Greenwashing. Wir sehen überall Greenwashing. Bio ist Greenwashing, ja, und so weiter. Allein die Bezeichnung Bio oder laktosefrei und glutenfrei, das sind alles Greenwashing-Tricks. Da geht es darum, mehr Geld den Leuten aus der Tasche zu ziehen für unklare Gesundheitsverbesserungen, die unklar sind. Denn eigentlich ist es so, dass in der Evolution jedes Lebewesen in einer Koevolution sich mit seiner Nahrungsumwelt befindet. Zum Beispiel die Biene trinkt den Nektar, die Blüte hat ein Interesse daran, dass dieser Nektar gesund ist für die Bienen, weil dann fliegt die Biene weit mit dem Treibstoff und bestäubt dort andere Blüten und dadurch breitet sich dann die Pflanze schneller aus, als wenn sie die Bienen vergiften würde. Ja, also da gibt es, und so ist es auch mit den Früchten, die unsere Vorfahren gegessen haben. Da gibt es also genetische Passungen aufgrund von kooperativen Beziehungen, symbiotischen Beziehungen, kann man sagen, und so weiter. Und eigentlich ist der menschliche Stoffwechsel geeichter auf bestimmte Nahrung und die Veränderung des Stoffwechsels würde ungefähr 200.000 Jahre dauern und unser Stoffwechsel hat sich sicherlich teil angepasst auf viele Dinge, zum Beispiel wir fallen bei Milch nicht mehr tot um, was früher wahrscheinlich mal der Fall war bei Kuhmilch, ja, aber diese Teilanpassung, produzieren ja unsere Lebensmittelindustrie, produziert ja alle 3 Wochen ein neues Produkt mit neuen chemischen Substanzen. Im Moment kommen gerade die Süßstoffe sehr stark. Wir haben schon verschiedene Varianten an Zucker, wobei der ein Zucker nach dem anderen immer billiger wurde und damit profitabler für die Wirtschaft wurde, aber auch gleichzeitig immer mehr krankheitsschädigender, immer mehr diabetesfördernder und so weiter wurde. Das heißt, die Wohlfühlstimme wäre ja das Ende des Greenwashings. Und Sie haben richtig angesprochen, die Worte Geldsucht und Machtsucht, das sind bei uns ganz große Dinge. Geldsucht und Machtsucht ist das, die Hauptdroge quasi, über die viele Leute versuchen, sich zu leben. Aber wie gesagt, wir sind auch der Meinung, dass viele reiche Menschen nicht wirklich glücklich sind. Ne? Dann haben wir als nächsten Punkt Ausbeuten. Ja, das Dilemma ist, solange positive Anreize fehlen, also positive Belohnungen für gutes Tun in unserer Gesellschaft fehlen, und zwar starke positive Belohnungen, solange ist quasi aufgrund der Mechanismen unseres Wirtschaftssystems eigentlich jeder gezwungen, die anderen auszubeuten, weil es nicht anders geht. Wenn man die evolutionsbiologisch die ganze Logik unseres Wirtschaftssystems durchrechnet und von vorne bis hinten immer wieder querrechnet, dann ist es einfach so, dass für die Zigarettenindustrie ist es halt entscheidend, ihnen allen ihr Glück zu rauben, damit sie möglichst viel Zigaretten kaufen. Und das können wir der Zigarettenindustrie nicht vorwerfen. Das ist der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse. Und deswegen brauchen wir die Wohlfühlstimme zum Beispiel oder es gibt unzählige andere Techniken. Wir brauchen die Wohlfühlstimme gar nicht, wir können auch ganz andere machen. Nur
jetzt gehen wir mal darauf ein, Ihnen fehlt auch der ganze Überblick über die naturwissenschaftliche Forschung. Sie kennen wahrscheinlich auch nicht das berühmte Buch von Jared Diamond, Der Mensch als der dritte Schimpanse. Der dritte Schimpanse. Ja, und wir haben das nur ein bisschen korrigiert. Also es ist heute Standard, dass wir sagen, der Mensch ist nur eine dritte Variante des Schimpansen. Das ist mittlerweile Standard in der Naturwissenschaft, weil wir erkannt haben, dass die Bonobos und die Schimpansen und die Orang-Utans und die Gorillas unheimlich menschenähnlich fühlen, dass all ihr Gefühlsleben fast identisch mit unserem ist. Ja, da können Sie auch bei Arte wieder Sendung schauen, wie die Tiere fühlen. Man erkennt immer mehr, es gibt da eigentlich fast keinen Unterschied. Natürlich ist das Gehirn bei uns etwas größer. Aber unser gesamtes Gefühlsleben ist fast identisch mit den Bonobos, mit den wir haben nur die Änderung reingebracht. Nein, es ist nicht der dritte Schimpanse, weil der Schimpanse ist sehr kriegslüstern und sehr gewalttätig und sehr brutal und sogar genozidal, ja? Und die Bonobos sind das genaue Gegenteil. Und alles spricht dafür, dass wir der zweite Bonobo sind. Und nicht der dritte Schimpanse. Das nur so, kann ich Ihnen nur so sagen, wenn man halt sich 50 Jahre mit Wissenschaft beschäftigt, dann ist das für einen, kennt man das. Das nur als Inspiration sozusagen, weniger als Argument. Und jetzt aber noch ein paar Argumente. Die Wohlfühlstimme ist niemals gedacht als Bewertung. Sie bewerten nicht ihren Arzt, sie bewerten nicht ihren Lehrer, sie bewerten nicht den Supermarktleiter, gar nicht. Denn Bewertungen sind eine Katastrophe. Man sieht das auch bei den Schülerbewertungen von Lehrern. Das ist völlig nach hinten losgegangen. Da hat dann der Lehrer wurde gedisst durch den Schüler, nur weil er ihm zu Recht eine schlechte Note geben musste. Ja? Und das geht nicht, sondern es geht nur um das. Und das haben wir in der psychologischen Forschung immer bestätigt bekommen. Wenn Sie sich jetzt eine halbe Stunde zu Hause hinsetzen und sich fragen, wie fühle ich mich innen drin? Dann kommen Sie zu einem Ergebnis. Und Sie kommen auch zu dem Ergebnis, wenn Sie gerade frisch verliebt sind, kommen Sie zu dem Ergebnis, dass Sie sich jetzt etwas besser fühlen als vor einiger Zeit. Und dann geben Sie einfach nur, teilen Sie dem Bundeswahlleiter nur Ihre veränderte Wahlstimme mit. Und das können Menschen. Das können Menschen erstaunlich präzise. Und die Zuordnung, die statistische Auswertung, da sage ich Ihnen, das können die weltbesten Statistiker. Das heißt, selbstverständlich gehen Sie essen in 20 verschiedenen Restaurants. Sie gehen vielleicht bei 10 verschiedenen Supermärkten einkaufen. Aber trotzdem können die Statistiker ausrechnen, welcher Marktleiter tut im Durchschnitt seinen Kunden gut, auch wenn jeder Kunde auch noch zu anderen 10 anderen Märkten geht. Und die Tatsache, dass sich jemand zu Hause vergiftet mit Alkohol, Zigaretten, mit Drogen, mit allem Möglichen, das ist in jeder statistischen Gruppe, kommt das mit einer bestimmten Häufigkeit vor. Und über große Zahlen, wir reden hier von Zahlen von zigtausenden von Menschen, ich weiß nicht, wie viele Kunden ein Supermarkt hat. Ärzte werden in Zukunft 2000 Kunden haben, ja, in ihren Gesundheitskursen und so weiter. Das heißt also, kurz gesagt, dass die Wohlfühlstimme auszuwerten statistisch, trotz all dieser vielen Faktoren, das ist ja gerade die Kunst von moderner Wissenschaft, dass wir auch wenn wir 100 Einflussfaktoren haben, können wir trotzdem rausfinden, welcher Arzt tut im Durchschnitt den Leuten gut und welcher Marktleiter und welcher Restaurantleiter tut den Leuten im Durchschnitt gut. Und das geht. Das kann ich Ihnen sagen als jemand, der das Ganze natürlich bis zum Exzess studiert hat. Das geht. Und zwar völlig problemlos. Es ist ein kleines Problem für das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden. Wenn Sie da noch die besten Wissenschaftler aus aller Welt dazu holen, dann ist das eine Kleinigkeit. Letzter Satz jetzt. Ich lese gerade noch, was ich habe. Und dann geht es wieder in die Gegenrunde. Sie kennen wahrscheinlich auch nicht den Begriff der sogenannten Multivariatenverfahren, zum Beispiel die Faktorenanalyse hat mich als junger Student immer sehr beeindruckt, weil Sie da in der Lage sind, zum Beispiel, wenn Sie Millionen Kinder haben, die bei zigtausenden Lehrern in die Schule gegangen sind, bis hin zum Hochschulabschluss oder Kinder bei Kita-Mitarbeiterinnen, können Sie trotzdem über multivariate Verfahren ausrechnen, welcher Lehrer ist ein Förderer
der Entwicklung der Kinder und fördert deren Kreativität und Innovativität und welcher ist ein Bremser und ein Zerstörer. Das geht. Das geht. Und das ist natürlich ein wichtiger Gedanke, dass wir wissenschaftliche Verfahren auf die Gesellschaft anwenden, um Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand wirklich wissenschaftlich präzise fördern zu können, ne? Sozusagen. Ja, jetzt wieder die nächste Advocatus Diaboli-Runde. Sie können loslegen. Ich würde da gerne direkt einhaken. Zunächst einmal ganz generell. Ich weiß nicht genau, wie jetzt hier der Ablaufplan ist. Ich persönlich muss in 20 Minuten weg. Mhm. Nur schon mal zur Einleitung. Ich glaube auch, dass die Diskussion, wie wir sie jetzt gerade führen, nicht so zielführend ist. Weil Sie argumentieren auf Basis von Zahlen und Erkenntnissen und Konzepten, die Sie haben, aber wir nicht. Und wir versuchen darauf zu antworten auf Basis abstrakt philosophischer Überlegungen. Das heißt, im besten Falle vertrauen wir einander und keiner von uns kann sich aber sicher sein, dass das, was der andere sagt, stimmt. Im schlechtesten Fall reden wir komplett aneinander vorbei auf Basis von Konzepten, die nur theoretisch sind. Ich würde deshalb gerne, wenn es an mir ginge, den Rest der Zeit noch nutzen, um zu erläutern, was genau unser Alleinstellungsmerkmal ist als Partei, weil das wurde jetzt hier mehrfach angeschnitten. Sie haben es auch mehrfach gesagt, wenn man, und das stimmt auch, wenn man kein Alleinstellungsmerkmal hat als kleine Partei, dann wird man es zu nichts bringen. Aber so diese Diskussion, wie wir hier sie jetzt gerade führen und die Diskussion auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ist das, was ganz, ganz im Kern unser Konzept als Partei ausmacht. Und das würde ich einfach, wenn Sie erlauben, gerne kurz anhand unseres Organigramms erläutern und würde dazu meinen Bildschirm teilen. Ja, und stellen Sie es einfach mal kurz dar, denn genau. Also ich habe es richtig verstanden, etwa um halb müssen Sie los, ne? Ja, fünf vor halb eher. Genau. Und zwar müssen Sie es jetzt alle sehen. Ich zoome hier nochmal ein bisschen ran. Also wir sehen hier vor uns das Organigramm unserer Partei. Kann man es komplett sehen? Ja. Also, was wir natürlich wie jede andere Partei haben, ist dieser ganze Bereich hier. Ja, das ist der klassische organische Aufbau einer Partei. Natürlich auch zusammen mit den Mitgliedern. Also wir haben hier den Vorstand als organisatorisches Steuerungsorgan. Wir haben den Parteisprecher, diese Vorsitzenden als Art Bundespräsident, Bundeskanzler. Und wir haben den Parteitag als zentrales demokratisches Abstimmungsorgan seitens der Mitglieder. Wir möchten eine Partei aufbauen, beziehungsweise wir bauen jetzt gerade eine Partei auf, wo dieser ganze Teil hier so gut wie überhaupt nicht in der programmatischen Entscheidungsfindung der Partei, also in der Erstellung des Parteiprogramms beteiligt ist, sondern wer dafür zuständig ist, das Parteiprogramm zu formulieren, das sind bei uns die Parteiparlamente in Verbindung mit den Arbeitskreisen. Parteiparlamente kann man sich wirklich mehr oder weniger wie eine Spiegelung des Bundestags innerhalb der Partei vorstellen. Es handelt sich dabei also um einen parlamentarischen Entscheidungskörper, der aus einem Plenum und natürlich verschiedenen Untergruppierungen besteht. In dem Parteiparlament sollen zu zwei Dritteln Mitglieder der Partei sitzen. Einfache Mitglieder, die auch sonst keine Funktionsträger sind. Und zu einem Drittel Vertreter der Zivilgesellschaft, also von gemeinnützigen Stiftungen, Vereinen und insbesondere Forschungseinrichtungen. Das bedeutet, hier hat man auf der einen Seite schon rein von den Abgeordneten ein Drittel Leute, die rein sachbezogen arbeiten, die völlig ideologiefrei nur nach ihrem Wissen, so wie jetzt in Ihrem Fall, den wissenschaftlichen Erkenntnissen abstimmen. Dem Ganzen vorgeschaltet sind eben die Arbeitskreise. Die Arbeitskreise sind dafür zuständig, Beschlussvorlagen zu entwickeln, die im Parteiparlament abgestimmt werden. In den Arbeitskreisen ist die einzige Voraussetzung, um teilzunehmen,
dass man von dem politischen Sachgebiet selber unmittelbar betroffen ist. Also hier muss man noch nicht mal Parteimitglied sein. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über das Thema Ernährung reden, ja, und wir möchten mit unserem Parteiparlament einen Programmpunkt zum Thema Ernährungspolitik beschließen, dann sitzen in diesem Arbeitskreis nur Menschen, die sich privat oder insbesondere beruflich mit Ernährungspolitik bzw. Ernährung auseinandersetzen. Das heißt in diesem Fall Sie, Herr Dillon, oder Sie, Frau Misli. Sie sitzen dann in diesem Arbeitskreis für Ernährungspolitik, schreiben eine Beschlussvorlage, auf die auch dieser ganze Teil keinen Einfluss hat, auch auf die auch das Parteiparlament in dem Sinne wenig Einfluss hat, sondern nur die Leute, die wirklich Ahnung davon haben, können in diese Beschlussvorlage mitarbeiten, ihre Ansichten da einbringen. Und über diese Beschlussvorlage entscheidet dann das Parteiparlament. Inwiefern ist das unser Alleinstellungsmerkmal? Nun ja, zum einen natürlich im Hinblick darauf, dass unsere Politik damit deutlich sachlicher formuliert wird, dass sie ideologiefrei formuliert wird und eben nicht von persönlichen Machtdünkeln der Parteiführung bestimmt ist, sondern sie ist rein objektiv formuliert und der Knackpunkt, warum wir glauben, dass Politik in diesem Land negativ wahrgenommen wird und warum die Leute sich von Politik nicht mehr ordentlich vertreten fühlen, ist das Vertrauen. Dass der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin nicht das Gefühl hat, dass ihre persönlichen Anliegen, ihre persönlichen Ansichten sich in den dann ausformulierten politischen Programmen wiederfinden. Und das wird bei uns eben dadurch aufgehoben, dass die BürgerInnen ja selber in der Formulierung der Politik mitwirken, dass sie selber bestimmen, was die Partei letztlich ausführt und was die Partei letztlich vertritt, wird im ersten Punkt basisdemokratisch formuliert. Nicht so basisdemokratisch wie bei den Piraten, dass man dazu nichts kommt, sondern eben basisdemokratisch anhand zweier fester Institutionen, beziehungsweise, ne, das hier sind dann viele, viele kleine Institutionen, die aber in gegenseitiger Zusammenarbeit auf Basis der Mitglieder und der Bürger und Bürgerinnen das Ganze formulieren. Und der Vorstand, der Parteitag, die Parteiführung haben dann nur noch die Aufgabe, das eben neutral auszuführen, das umzusetzen und nach außen zu propagieren. Und so werden wir eine deutlich ehrlichere und transparentere Politik machen, die vor allen Dingen immer und auch ständig bürgernah ist. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Ja, danke schön. Wie gesagt, Sie müssen los um 5:30 und dann sollten wir da vielleicht dann auch Schluss machen. Und ich gehe mal drauf ein. Ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, aber gar nicht wirklich ein Allein. Zum Beispiel die basisdemokratische Partei Deutschland, die 1% hatte bei der Landtagswahl Baden-Württemberg, hat ein ähnliches Konzept. Aber, und das ist nicht Basisdemokratie. Basisdemokratie geht völlig anders. Denn, ich darf es vielleicht nochmal sagen, ihr gesamtes Konzept wirkt so, als ob sie die nächste von den 500 Parteien sind, von denen man nie wieder was hören würde, weil sie einfach keine Profis sind. Sie haben nicht jahrzehntelang wirklich Wissenschaftserfahrung. Ich sage Ihnen jetzt mal die schwersten Fehler, die Sie gerade in Ihrer Präsentation dargestellt haben, die größten Fehler. Nur erst mal vorab der Hinweis. Ich muss eine halbe Sekunde unterbrechen. Lukas, du hast dein Mikrofon noch an, nicht, dass es später dann zurückgeschaut wird. Oh, sorry. Bitte die Mikros aus. Ja, gern. Danke. Erst einmal in unserer letzten Talkshow mit Die Basis Österreich, mit dem ersten und zweiten Vorsitzenden, haben wir 2,5 Stunden darüber geredet, wie unsere professionelle basisdemokratische Demokratisierungskette aus 5 Kettengliedern aussieht. Und das ist ein ganz ausgeklügeltes System, echte Basisdemokratie herzustellen und die Wählerinnen das Sagen kriegen zu lassen. Was Sie machen, ist, dass Sie im Prinzip nach wie vor die Wähler bevormunden und den Wählern nicht die Wahl lassen, sondern das in der Partei regulieren. Und auch wenn sie das richtig machen, dass sie versuchen, den Vorstand und die Vorsitzenden nicht wieder in diese Machtposition, Merkel regiert das Land alleine sozusagen, kommen zu lassen, sondern wirklich da eine Offenheit herzustellen. Aber die bringt ihnen überhaupt nichts. Ich mache mal ein paar ganz provokative Aussagen dafür. Sie wollen Experten hören. Es gibt nichts Gefährlicheres als Experten. Ich rede gerade als Experte zu Ihnen und warne Sie davor. Experten müssen total hinterfragt werden. Natürlich auch wir.
Auch unser Anliegen war 50 Jahre lang, die Irrtümer im wissenschaftlichen Denken rauszufiltern, rauszufinden und möglichst viele der berufsständischen Irrtümer, zum Beispiel von Wissenschaftlern, aus unseren eigenen Köpfen rauszuwerfen. Das war unsere Hauptarbeit. Denn der normale Experte, der was von der Sache versteht, der hat genau die Manipulationen im Kopf, mit dem seine Branche Geld verdient. Wenn Sie heute jemanden Experten haben, der zum Beispiel in der Ernährungsindustrie oder sogar als Ernährungsberater tätig ist, bei den meisten Ernährungsberatern haben Sie Leute, die davon leben, dass die Leute im Prinzip nie wirklich gesund werden. Denn der Ernährungsberater lebt immer nur so lange gut, wie es genügend Übergewichtige, immer noch genügend sich fehlernährende Menschen gibt. Und sie müssen also Experten können total gefährlich sein. Wenn ein Medizinexperte sie berät, wird er immer Überzeugungen im Kopf haben, wir nennen sie vorteilbringende Irrtümer oder parasitäre Meme wissenschaftlich oder Killerviren des Geistes, die seiner eigenen Branche Profite bringen und ihnen dabei schaden. Also Experten über politische Reformen entscheiden zu lassen, ist das Gefährlichste, was es gibt. Da gibt es ein paar Stichworte dazu. Sie dürfen niemals den Bock zum Gärtner machen. Es gibt so Volkssprüche. Man darf nicht den Bock zum Gärtner machen. Aber ganz kurz. Also ja. Der Bock, wenn man diese Metapher ordentlich anwendet, ist der Bock doch eher das Volk. Und der Experte ist der Hirte. Beziehungsweise der Gärtner. Nee. Entscheidungen müssen immer, also ich sage es mal so, über die Profitlinien der Pharmaindustrie und der Ärzteschaft dürfen nur Bürger, Wähler und Patienten als betroffene Kunden entscheiden. Aber niemals dürfen da Ärzte mitentscheiden, denn die werden ihnen immer ein Argument bringen, das am Ende darauf hinausläuft, dass die Ärzte wieder mehr Geld verdienen und die Bürger wieder noch schlechter dran sind als vorher. Das ist, die glauben ihre eigenen brancheninternen vorteilbringenden Irrtümer. Also Vorsicht, es gibt ja auch Leute, die wollen so eine Art Wissenschaftsdiktatur, zum Beispiel die neue Klimaliste will so etwas. Es gibt nichts Gefährlicheres als sich nicht hinterfragen könnende Wissenschaftler. Der Weltrat, es besteht genau daraus, dass wir uns alle immer wieder selber hinterfragen und seit 50 Jahren hinterfragt haben, wo glauben wir Märchen? Ich habe als Psychotherapeut und Psychoanalytiker gearbeitet, bis ich begriffen habe, ja hoppla, ich habe da Ideologien geglaubt, die mir Geld gebracht haben, aber den Patienten geschadet haben. Und dann habe ich sofort damit aufgehört. Ja? Also wir reflektieren diese Dinge, aber der normale Experte ist nichts anderes als ein Propagandist für seinen Geldbeutel und den Geldbeutel seiner Kollegen. Und das ist brandgefährlich. Nächster brandgefährlicher Punkt. Stellen Sie sich vor, Ihre Partei wird so wie die AfD von strammen Rechtsradikalen unterwandert. Die drängen sich rein in die Partei und spielen, fressen Kreide. Und das ist unserer Satzung nach unmöglich. Da muss ich direkt einhaken. Wir haben in der Satzung einige sehr effektive Mechanismen eingebaut, nicht so wie die AfD, genau das auszuschließen. Das wäre dann positiv, ja, und das begrüße ich sehr. Aber ich sage nur, es könnten ja auch Linksradikale sein oder irgendwas. Und die spielen Ihnen was vor und dann haben Sie da und was machen die dann als Wahlprogramm? Natürlich das, was sie wollen, aber nicht das, was die Wähler wollen. Und unser Konzept ist zum Beispiel von unserer Machtbegrenzungskette, ist zum Beispiel ein Konzept, dass wir denken in Volksentscheid-Wahlprogrammen. Sie als Partei machen nichts anderes als bis zu fünf verschiedene Varianten von Gesundheitsreformen in der Welt zu sichten, an Bildungsreformen fünf Varianten maximal fünf Ernährungsreform und Landwirtschaftsreform Varianten und so gehen sie die ganze Palette durch, fünf Varianten Reform innere Sicherheit und dann sagen sie den Wählern, Sie dürfen, wenn Sie uns wählen und wir dann zum Beispiel in der Koalition die führende Partei sind,
dann kriegen Sie von uns einen ersten Volksentscheid nach der Wahl oder zumindest wollen wir das. Ja, wie schnell wir das erreichen, ist die andere Sache. Aber wir wollen Sie, liebe Wählerinnen, nicht wieder bevormunden, sondern wir wollen Ihnen die Auswahl lassen, welche der 5 Gesundheitsreformvarianten, Verstaatlichung des Gesundheitssystems oder Öffnung des Gesundheitssystems für alle Therapeuten, egal wie diese 5 unterschiedlichen Reformmodelle dann aussehen, die Wähler müssen konsensieren dürfen. Und da erst beginnt, also wenn Sie nicht die Wähler konsensieren lassen, ist alles andere keine Basisdemokratie. Das ist eine sogenannte genau das findet doch in unseren Arbeitskreisen und in unseren Parteiparlamenten statt. Also ich habe gesagt, da sind auch Experten drin. Ich habe ja nicht gesagt, da sind nur Experten drin. Das ist das Erste, ganz, ganz Wichtige. Und das Zweite, alles, was Sie ja gerade sagen, auch wenn Sie jetzt am Ende gesagt haben, die Parteien sind dann nur noch quasi Transporteure verschiedener Alternativen, über die die Wähler abstimmen. Aber ich würde sagen, das alles zielt doch eher auf eine grundlegende Veränderung unseres Verfassungssystems ab und nicht auf eine grundlegende Änderung innerhalb der Partei. Also so wie Sie das beschreiben, ist eine Partei oder sind Parteien generell dann ja völlig unnötig, und weil sie dann überhaupt gar keinen inneren Kern mehr haben, weil sie überhaupt gar keine eigenen Überzeugungen mehr vertreten. Also ne, wenn unsere Verfassung sagt, die politischen Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit, dann ich darf Ihnen nur kurz sagen, der Parteien, ja. Ich darf Ihnen nur kurz sagen, wir werden eher fürs Gegenteil beschimpft von vielen, die jetzt gerade in der politischen Szene die sagen zum Beispiel, wir müssen grundsätzlich Parteien abschaffen, weil die Parteien das Übel sind, weil die eben immer die Wähler bevormunden und immer dazwischen gehen. Nee, wir wollen die Parteien erhalten, aber wir wollen sie natürlich wirklich, die Parteien sozusagen so machen, dass sie einen Großteil der Macht wieder auf die Wähler übertragen. Wir haben zum Beispiel die sogenannten Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, und Herr Sieber, entscheidend ist das Argument jetzt zu Ihrem Punkt, weil Sie haben nur noch 4 Minuten, haben wir heute nur noch. Das entscheidende Argument ist, verflucht nochmal, Sie haben doch, sagen Sie gerade nochmal, was Sie als erstes gesagt haben, der erste Punkt. Der erste Punkt war, dass eben bei uns in den Arbeitskreisen und in den Parteiparlamenten eben nur Experten sitzen, sondern insbesondere auch Bürgerinnen und Bürger. Deswegen ist es so wichtig, dass Sie mal mit Wissenschaftlern reden. Das Stichwort, Zauberwort heißt repräsentative Wählerinnen-Stichprobe. Sie werden es in Ihrer Partei niemals schaffen, eine repräsentative Wählerstichprobe zu erzeugen. Das heißt, alles, was Ihre Parteimitglieder entwickeln werden an Reformen, wird immer an den Wählern vorbeigehen, weil die Wähler sind anders. Die Kunst liegt darin, dass das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden zum Beispiel bei unserem dritten Kettenglied bei den Vorwahlen Mini-Volksentscheiden eine repräsentative WählerInnen-Stichprobe zusammenstellt und die dann gültige Wahlergebnisse erzielen kann und zum Beispiel über die Themen der nächsten Volksentscheide entscheiden kann. Dann haben Sie Repräsentativität. Wenn Sie auch nur ein bisschen abweichen, wenn Ihre Parteimitglieder nicht einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen, dann wird das eine Katastrophe. Ihre Partei wird am Ende nicht besser sein als die CDU. Und brauchen wir sie nicht. Braucht die Welt sie nicht. Leider. Eine Frage, oder beziehungsweise mir fällt es gerade ein bisschen schwer, Ihrer Argumentation zu folgen, denn korrigieren Sie mich, wenn ich totalen Mumpitz erzähle, aber so wie es für mich jetzt gewirkt hat, die letzten anderthalb Stunden oder wahrscheinlich schon ein bisschen drüber, hieß es zuerst, um entsprechende Politik zu machen, braucht man die Erfahrung und das Wissen aus der Wissenschaft. Dann sind Sie jetzt vor 5 Minuten ungefähr wieder da rumgeschwenkt und haben gesagt, die Wissenschaftler aus den verschiedenen Zünften, aus denen Sie sich selbst ja jetzt exkludiert haben, sind aber eigentlich das Gift, die ihre eigenen Interessen dann vertreten. Ja. Und, also vollkommen, ich muss es abkürzen, wir sind Experten und warnen trotzdem Vorsicht, Experte. Richtig. Diese Paradoxie, mit der müssen Sie auskommen, das ist so. Ja? Und Frau Mesli, bitte sagen Sie den jungen Leuten aus Ihrer langen Erfahrung jetzt mit uns, Sie kennen ja auch unseren Professor Wallach zum Beispiel, Sie kennen das Video auch von unserem Dr. Med. Michael Spitzbart und so weiter. Haben Sie von Dr. Jakob auch mal was geschaut?
Das noch nicht, da sollten Sie mal nachholen. Oder Professor Mertens, sollten Sie mal schauen. Sagen Sie den jungen Leuten Ihren Tipp aus dem, was Sie heute erfahren haben. Das Mikro. Ich weiß es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Also, ich war ja zuerst einmal eine Weile bei Wir 2020 dabei. Habe ich versucht, denen die Konzepte des Weltrates ein bisschen näher zu bringen. Die haben da total abgeblockt. Und ich habe da so viel Energie reingesteckt, aber das war alles für umsonst. Jetzt bin ich bei Die Basis, noch im Aufnahmeverfahren. Aber ich war bei einer Mitgliedsversammlung jetzt schon. Und wir haben jetzt am Wochenende die zweite. Aber das war kein Veränderungswille erkennbar für mich. Nur das erste Treffen war ein Treffen um des Treffens willen, weil man sich ja jetzt endlich mal wieder mit anderen Menschen treffen will und reden will und so Was weiter. schätzen Sie ein? Haben die Wir 2020 und die Basis irgendeine Chance? Und wie schätzen Sie es ein bei PDF? Wie schätzen Sie es ein? Aus Ihrer Das Erfahrung, kann, die ich bei schon jetzt. PDF, ich kann es nicht sagen, aber die beiden erstgenannten Wir 2020, die Basis. Ich fürchte, die haben keinerlei Chancen, gegen die etablierten Parteien anzukommen. Und man muss ja bedenken, man muss immer über die 5%-Hürde drüber und das ist einfach wahnsinnig schwierig. Ich will euch nicht den Optimismus nehmen, aber es ist echt sauschwer. Ja, und ich fürchte, dass, was Sie, wenn Sie das durchziehen, was Sie bis jetzt im Kopf haben, werden Sie zu den 500 Parteien gehören, die gescheitert sein werden. Weil das ist für uns als Profis, die sich 50 Jahre damit beschäftigt haben, ist das Anfängerlatein. Und Sie als Ethnologe, Sie werden irgendwann tieferen Einblick in unterschiedliche Menschengruppen kriegen und werden dann so ein bisschen Gespür dafür kriegen, dass die Dinge ganz anders machen als wir in unserem kapitalistischen System und so weiter. Und dann werden Sie langsam ein Gefühl dafür kriegen, dass Menschen ganz anders sind, als Sie das dachten, als Sie noch jünger waren. Weil wenn ich zurückdenke, als ich 25 war, da habe ich noch nichts gewusst. Gar nichts über Menschen, über Gesellschaften und über Evolutionsprozesse und Wirtschaftssysteme. Ich habe null gewusst. Das kann nicht gelingen. Wir bieten Ihnen an, Ihnen zu helfen dabei, gerne, gerne, wir helfen Ihnen dabei, aber Sie müssen das auch wollen. Denn das, was Sie bis jetzt haben, reicht für 0,1%. Ich hake an der Stelle ein, weil ich mich auch danach verabschieden muss. Also ich glaube, wir sind da grundlegend anderer Ansicht, aber ich glaube auch, dass ich Sie da noch von unserer Ansicht überzeugen kann. Ich glaube, dass vor allen Dingen jetzt vorhin noch nicht ganz durchgekommen ist, wie wir uns das alles genau vorstellen. Deswegen würde ich Ihnen, Herr Dillon, anbieten, dass ich Ihnen das nochmal ganz in Ruhe erkläre, vielleicht nicht unbedingt in so einer größeren Runde, damit wir da auch auf einem Level sind. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie uns unterstützen möchten. Ich denke, da kann ich hier auch für meine beiden Parteikollegen sprechen. Ich bedanke mich für die Runde hier. Ich fand es sehr interessant. Ich habe auch auf jeden Fall einige Sachen gelernt, insbesondere über Bonobos. Und ja, bedanke mich, wie gesagt, und würde an dieser Stelle noch einen schönen Abend wünschen. Und einfach kurz mitteilen, wann wir die nächste Sendung machen wollen und dann und ein paar Terminalternativen und dann sind wir dabei, ja? Denn ich kann Ihnen sagen, zum Beispiel wir haben ja noch ein paar tausend Euro in unserem Etat, aber auf diese Sendung zum Beispiel können wir kein Geld legen, weil wir einfach mit der Basis Österreich waren wir auf einem ganz hohen Niveau über Basisdemokratie geredet, ja? Und heute, wir sind jetzt so noch so weit weg von den Dingen, worum es wirklich geht, ja? Aber lassen Sie uns einfach weitermachen. Wir stehen zur Verfügung, aber Sie müssen damit leben, dass wir Sie kritisieren müssen, dass Sie einfach noch keine, Sie sind noch nicht 30 Jahre in der Wissenschaft und das merkt man, ja? Deswegen, wir stehen Ihnen gern zur Verfügung und Frau Mesli Also bestimmt auch. eine Sorge wollte ich noch vorab nehmen, Frau Mesli. Sie haben uns nicht die Hoffnung oder den Mut genommen. Glaube ich, kann ich im Konsens von allen Kollegen hier sprechen. Und ja, Kritik und vor allem konstruktive Kritik, die es ja jetzt war, ist eine der Grundvoraussetzungen für Wachstum, individuell sowie in der Parteiform, in der Gruppenform. Deswegen kann ich, glaube ich, für alle uns drei sprechen, dass wir da sehr interessiert dran sind, das weiterhin fortzuführen und
unsere Schlüsse daraus zu ziehen. Und das heißt nicht, dass wir ihnen nach dem Mund reden werden, aber dass wir natürlich möglichst versuchen, in unserer Entwicklung mit ihrer Hilfe und ihrem Wissen, was sie haben, nach vorne zu kommen. Ja, ich freue mich auf die weiteren Gespräche. Ich fand es auch interessant, aber wir müssen noch sehr viel sprechen. Wir müssen einfach noch sehr viel sprechen, bis Sie, Frau Mesti, wie viele Wochen haben Sie gebraucht, bis Sie halbwegs verstanden haben, wie toll das Konzept der Next Scientist for Future ist? Wie lange hat es gedauert? 8 Wochen bestimmt. Ja, das braucht ein bisschen. Weil dann muss ich mich zum Beispiel noch komplett einlesen. Das war jetzt total off-topic für mich. Deswegen fehlt da noch ein Background-Info auf jeden Fall. Ja, aber einfach diskutieren und sprechen. Wir werden dann sehen, was sich entwickelt. Aber eben entscheidend ist, dass Sie auch sich sagen, okay, wir sind auch bereit, uns helfen lassen zu wollen und wollen uns inspirieren lassen durch neue Ideen. Dann danke ich für diese heutige wissenschaftliche Tagesschau heute, die Talkshow Freie Argumente-Plattform. Wir haben schön freie Argumente ausgetauscht, wunderbar. Aber wir stehen ganz am Anfang. Also bis bald, gell? Und gerne bald der nächste Termin, ja? Tschüssi. Dankeschön, bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.